Lightning Seeds bei dir ist 3 am Morgen. Der Fall Mörgeli, die Causa Mörgeli, die ist noch nicht ganz gegessen. Wir reden nach der 7. mit dem Fabian Unterrecker Klartext. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterrecker. Direkt hier aus dem Studio oder auch live zum Mitschauen auf SF2. Fabian, guten Morgen. Zuerst machen wir noch ein bisschen die Wochenereignisse, bevor wir zum Mörgeli kommen nach der 7. Ihr habt es vielleicht auch gehört, Forschungen zeigen ja, die Menschen leben gehen gesünder und trotzdem, wir haben es gehört, Krankenkassenprämien steigen schon wieder. Felix Gutzwiller, Präventivmediziner. Was läuft falsch? Ja, sagen Lüge nicht. Gesundheit ist etwas wert. Und seit die ganzen Investmentbanker arbeitslos sind, fangen die an, statt in Aktien in Krankenkassenprämien zu investieren. Und was heisst das? Krankenkassen werden gäng mehr zum Luxus. Das hat natürlich Auswirkungen im Bereich der Luxusgüter und Trends. Der ist drei Stilfachmeier und Van Rooyen. Ja, korrekt. Der letzte Scheiß und darum nicht mehr Label wie Dolce & Gabbana auf dem T-Shirt, sondern ein Logo von der präferierten Krankenkasse. Schließlich kostet die Prämie inzwischen so viel, dass man sich zwei Boss-Anzüge schneidern lassen könnte. Und das Tolle, bis heute sind mir keine billigen Fälschungen von Krankenkassen-T-Shirts aus Thailand oder China bekannt. Qualität hat da noch seinen konkreten Wert. Was haben wir noch diese Woche? Ah ja, die Lady Gaga zweimal in Zürich gesehen, im ausverkauften Hallenstadion, das Pop-Ereignis. Der Zürcher Rapper Blick ist natürlich ein bisschen neidisch, oder? Ciao zusammen, das ist der Blick am Morgen. Ich bin zwar noch nie im überfüllten, vollen Hallenstadion aufgetreten, aber schon abgefüllt im Sternhagel voll im Publikum. Ziemlich Gaga. Viel Prominente sind im Publikum gesehen, vielleicht ja auch der Fußballtrainer Christian Gross. Ja, beim FCB habe ich damals jede Pause das Konzert gehört von der Lady Gigi. Aber die Lady Gaga, die ist ja bekannt für ihre speziellen, ausgefallenen Kleider. Ein Stil, der auch Roger Federer gefällt. Ja, na klar, oder? Ich habe mehr mit der Lady Gaga gemeinsam, als man könnte denken, oder? Ich trete dann auch immer ein ausverkauftes Stadion auf, oder? Und habe meine eigene extravagante Klamotten an, oder? Die man draussen kaufen kann und drin ziemlich schäbig aussieht. Baschi, auch schön, hier im Studio. Ja, die Lady Gaga ist ja eine Kunstfigur. Baschi, unter uns Musikkenner steht, denkt, ja, die Optik von der Lady Gaga nicht im krassen dialektischen Gegensatz zu ihren gesellschaftskritischen, von Plattitüden gespickten Text. Ja, in dem Sinn, nein. Und was haben wir noch gehabt? Datenklau beim Schweizer Geheimdienst. Gestern grosse Schlagzeilen. Offenbar haben Mitarbeiter vertrauliche Informationen weitergegeben. Man weiss noch nicht genau, was da genau gesichert ist, durchgesichert ist oder nicht. Aber im Bundeshaus ist es Thema Nummer 1. Nationalrat Bastien Giraud. Ja, vielleicht zuerst zu meiner eigenen Person. Nein, die Frage wäre, ja, also bitte. Also, jetzt will ich gerne mal etwas sagen. Zuerst zu mir selber natürlich. Über mich kann der Nachrichtendienst gar nichts mehr herausfinden, weil ich proaktiv und ungefragt auch noch über mich erzähle und sie von unhuren geil finden. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterrecker. Später online, deres3.ch. Hier sind die